Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die Vanguard Alpha steht vor der Tür und wir alle freuen uns. Wir alle haben trotzdem Skepsis. Es gibt einige Content Creator, die haben anscheinend vergessen, was die letzten 3 Jahre für ein Mist dabei rauskam. Ich bin immer noch sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr skeptisch. Vor allen Dingen, wenn ich mir die ganzen Gameplay-Teaser, die wir aktuell haben für Battlefield anschaue, die sehen sehr, sehr gut aus. Und aktuell ist es, glaube ich, das Jahr, wo man am meisten davon ausgehen kann, dass Battlefield zumindest eine realistische Chance hat, Call of Duty aus diesem Jahr wegzubomben. Nichtsdestotrotz sollte man das Ganze immer so neutral wie möglich befassen. Deshalb lasst uns abwarten, wir werden am 27. nächste Woche ab Freitag 2 Tage die Chance bekommen, die ersten Einblicke ins Feeling von Vanguard zu bekommen, weil wir selber spielen können. Zu der Alpha gibt es allerdings super viele Fragen und ganz viele haben schon geschrieben, wie kann ich das spielen, wann kann ich das spielen, was muss ich dafür kaufen. Heute im Video, Leute, erkläre ich euch alles, was ihr dazu wissen müsst, alles, was wir bisher wissen und dann seid ihr auch top vorbereitet. Dazu eine wichtige Info, weil die Leute sich das wünschen. Das, was ihr einfach nur im Hintergrund seht, was für mich gar keine Relevanz hat, das sind Neffen-Account-Lobbys. Das hier sind Ausnahmen auf dem Stream. Ja, ich gebe es auch ehrlich zu. Seit, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen spiele ich Cold War, wenn ich spiele, nur noch mit Neffen-Accounts. Hat einen einfachen Grund. Ich bin's leid. Ich bin's nach 5 Monaten Cold War jeden Tag normal spielen leid, auf Servern zu landen, die einen 150er Ping haben, wo ich einen Gegner anschieße, der aber, weil er mit meinem Skill zusammenpasst, irgendwo in Turkmenistan ist und gegen den ich spielen darf. Das, Leute, tue ich mir nach 6 Monaten SBMM nicht mehr an. Wer damit ein Problem hat, das ist euch überlassen, dann solltet ihr nicht weiter gucken. Ich werde es mir nicht mehr antun. Und ich kann euch eins sagen, der Stress in normalen Lobbys, ich habe Dark Matter in normalen Lobbys in Cold War gemacht, im Vergleich zu dem Spaß, den man einfach haben kann. Und bitte sagt mir nicht, ihr spielt ja nur gegen geistig Eingeschränkte. Leute, die Leute in diesen Lobbys schießen genauso zurück und sind die gleichen Gegner, die wir alle seit 10 Jahren in jedem COD haben. In Black Ops 4 spiele ich jede Runde in 100:1. Da hat mir noch keiner erzählt, du spielst ja gegen geistig Eingeschränkte. A, ist das unfair und B, sollte man da immer so ein bisschen ein Auge für haben. Nur als Info für euch, damit ihr 100% wisst, was ihr im Hintergrund seht. So, die Infos zur Call of Duty Vanguard Alpha. Wir haben eine Alpha, noch eine Alpha und eine Beta, dann haben wir Release, dann haben wir Start von Season 1 in Call of Duty Vanguard. Wie das Ganze funktioniert, vom 27. bis 29. August gibt es die Vanguard Alpha, PlayStation exklusiv. Wenn ihr eine Xbox habt, wenn ihr ein Handy habt, wenn ihr einen PC habt, könnt ihr am nächsten Wochenende nicht spielen. Es ist nur für PlayStation. Also nicht die Fragen bitte, ja, ich habe es jetzt auf Steam vorbestellt, wann. Es ist egal, wenn ihr keine PlayStation habt, das ist Teil dieses PlayStation Exclusive Deals, den finde auch ich als PlayStation-Spieler nicht toll, ist natürlich für Sony aber eine Möglichkeit, Werbung dafür zu machen, dass man sich eher die PlayStation kauft als die Xbox. 27. bis 29. August PlayStation Exklusiv Alpha. Die Alpha wird bestehen aus dem Champions Hill. Das ist ein Mini-Battle Royale mit Zweierteams. 8 Zweierteams treten gegeneinander an und haben ungefähr, ich glaube, 10 oder 11 Leben jeweils. Welches Team am Ende noch Leben übrig hat, gewinnt diesen Mini-Battle Royale. Dieser Champions Hill ersetzt den 2 gegen 2 Gunfight bzw. 3 gegen 3 Gunfight, den wir aus Cold War aktuell kennen. Anschließend haben wir vom 10. bis 12. September die PlayStation Beta. Die PlayStation Beta ist eine offene Beta, auf der alle PlayStation-Spieler spielen können, auch wenn sie das Game nicht vorbestellt haben. Wollt ihr die Alpha jetzt am 27. bis 29. spielen, müsst ihr entweder vorbestellen, dann könnt ihr einen Tag vorher das Game runterladen, ich sag euch gleich wo und mit welchen Gigabyte, oder ihr kauft euch auf diversen Seiten, da gibt es hunderte, da gibt es Eneba, da gibt es MMOGA, da gibt es Instant Gaming, einen Alpha-Code. Diese Alpha-Codes werden aktuell verlost überall. Heute zum Beispiel 21 Uhr CDL oder CDL Finals. Ich glaube, Face ist sogar im Finale. Danach gibt es auch ein paar Sekunden nur einen Kampagnen-Teaser von Vanguard. Den kann man leider nicht restreamen. Wir werden es trotzdem im Stream irgendwie angucken können.
Da verlosen die 25.000 Alpha-Codes. Das heißt, theoretisch könnte man dabei gewinnen. Es gibt aber Millionen Zuschauer, von daher die Chance ist gering. Also entweder vorbestellen für PlayStation-Spieler oder ihr kauft euch für 1 Euro, 1,99, 2 Euro einen Code. Oder ihr hofft, dass euer Content-Creator eurer Wahl an Codes vorher rankommt. Es ist öfter mal so, dass irgendjemand sich irgendwie 2-3 Mal bestellt hat, 1-2 Codes übrig hat, dann werden welche vergeben. Das sind die einzigen Chancen. Dann gibt es vom 16. bis 20. September die Open Beta für alle Plattformen. Alle Plattformen ist Xbox, PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, die neue Version, die ältere Version und PC. Das ist die einzige Beta, die wir dieses Jahr haben, wo alle Plattformen Crossplay gleichzeitig spielen können. Dafür braucht ihr nichts vorbestellen. Ihr könnt im Prinzip einen Tag vorher über Steam oder über Xbox Live oder über den PlayStation Store die Beta runterladen und los geht's. Dann werden wir am 5. November das Release oder den Release haben von Call of Duty Vanguard. Und wenn ich noch einen Content Creator in Deutschland höre, der allen Ernstes sagt Call of Duty Vanguard, es ist Vanguard, es ist Englisch. Selbst auf Deutsch macht es keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie man in der Lage sein kann, Call of Duty Vanguard zu sagen. Das ist vom ersten Buchstaben bis zum letzten Buchstaben einfach falsch. Also Call of Duty Vanguard. Ich habe noch nie gesehen, dass das englische E als A ausgesprochen wird. Vanguard. Boah. Am 5. November ist der Release von Call of Duty Vanguard. Und am 23. November wird der Start von Season 1 dann sein. Das heißt, man wird so die ersten 2 Wochen wieder, so wie das jedes Jahr ist, erstmal nur ein bisschen leveln können. Man wird ein bisschen was sehen können. Dann am 23. beginnt die Season 1. Dann wird wieder irgendwas dazu gepatcht, was vorher noch nicht da war. Dann wird es wieder einen Season Pass geben. Das heißt, wenn ihr PlayStation-Inhaber seid, könnt ihr, wenn ihr nichts vorbestellen wollt, am 10. September anfangen. Wenn ihr vorbestellt habt, könnt ihr am 27. August anfangen und ich kann euch nur empfehlen, Leute, bestellt dieses Game nicht vor. Jedes Jahr, wenn die Leute zu Hunderttausenden die neuen CODs plötzlich wieder hypen und vorbestellen, heißt es für Activision von Anfang an, ey super, die Verkaufszahlen sind toll, wir hätten hier noch ein paar Probleme, aber lassen wir erstmal, die Zahlen sind ja super. Wann könnt ihr die Alpha runterladen? Am 26. August, am Donnerstag. Höchstwahrscheinlich irgendwann zwischen 12 Uhr mittags und 22 Uhr abends. Wird es irgendwo, wenn ihr es vorbestellt habt oder wenn ihr einen Code habt, dann werdet ihr es trotzdem runterladen können wahrscheinlich. Werdet ihr es im PlayStation Store finden. Macht euch da keine Panik. Viele denken immer, ihr kriegt einen Extra-Code, wenn ihr es auf der PlayStation vorbestellt habt. Das ist Quatsch. Wenn ihr es auf der PlayStation vorbestellt, bezahlt ihr es im PlayStation Store. Ihr bekommt keinen Code. Ihr bekommt einfach nur dann früher Zugriff, könnt es runterladen, könnt es spielen. Codes gibt es im Prinzip nur, wenn ihr es irgendwo bei Steam runterladet oder sonst wo. Wie groß ist das Ganze? Die Call of Duty Vanguard Alpha wird circa 20,37 GB haben. Das wird sich vielleicht noch 500 MB nach oben setzen oder nach unten setzen, aber circa 20 GB wird die gesamte Größe von der Alpha sein. Ihr werdet 2 Tage, wie gesagt, nur den gleichen Modus spielen können, wird euch zumindest ein erstes Feeling dafür geben, wie fühlt sich das Gunplay an, wie ist die Grafik, denn optisch, gerade auf den Next-Gen-Konsolen, hat Tom Henderson, der größte Leaker, ja gesagt, soll es absolut krass aussehen. Das, was ich gesehen habe, war leider komplett verpixelt, das heißt, ich kann das weder bestätigen noch verneinen. Es ist auf jeden Fall so, dass die anscheinend das gesamte Potenzial der Next-Gen-Konsolen das allererste Mal wirklich genutzt haben. Wenn ihr vor der Alpha noch 1-2 Schnipsel sozusagen sehen wollt, die beste Option heute 21 Uhr deutscher Zeit sind die CDL Finals. Dort im Laufe des Abends, wie auch immer das gemacht wird, wird es einen ersten kleinen Teaser vom Gameplay von der Kampagne geben. Am Mittwoch wird es ein Walkthrough geben. Ein Walkthrough mit 2 oder 3 Mitarbeitern, die daran gearbeitet haben, die einzelne Schnipsel von der Kampagne zeigen, so dass man noch ein bisschen mehr Einblick in das Ganze bekommt. Ich bin persönlich, wie gesagt, skeptisch. Ich weiß nicht, wie man das einfach wieder komplett hypen kann. Ich will aber auch nicht komplett der negative Scheppi sein.
ich lasse mich dieses Jahr wirklich aber nicht aufs Glatteis führen. Und wenn ich in der Alpha und Beta das gleiche Gefühl habe, wie ich es bei Modern Warfare 2019 hatte, wo ich schon nach 2 Stunden Beta ein Video hochgeladen habe und gesagt habe, Leute, das wird schrecklich. Und auf Twitter gab es eine Umfrage von Call of Duty Modern Warzone, das ist einer der größten Kanäle dafür, welches Game war für euch das schlechteste COD, und ich glaube 80% der Stimmen war Modern Warfare 2019. Ist es absolut dieses Jahr an der Reihe, dass wir Content Creator und wir Spieler das Hirn einschalten, nicht alles grundlos hypen wie verrückt, weil wir da irgendwie, man kann auch Content machen ohne das aktuelle COD, und man kann, wenn man sich selber auch ein bisschen neu erfindet, auch erfolgreich auf Social Media sein, ohne diesen Bandwaggon hinterher zu rennen und zu sagen, Vanguard, ja endlich. Also vorsichtig sein, ein bisschen Vorfreude ist erlaubt, genauso sollte man aber auch kritisch sein. Die nächsten Tage werde ich jetzt noch ein Fazit zu Cold War für euch vorbereiten, was gut war, was schlecht war, wie dieses erste halbe Jahr lief. Ich werde euch noch ganz viele Infos zu Vanguard geben, was bisher bestätigt wurde, wie das Gameplay wohl aussehen wird, wenn man es real sieht, an was sie sich angelehnt haben und, und. Wenn ihr es alles nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, ist kostenlos auf dem Kanal, würde mich riesig drüber freuen. Lasst gerne ein Like auf dem Video, kommentiert gerne, auf was ihr euch bei Vanguard eigentlich am meisten freuen würdet. Und dann hoffen wir mal, dass es dieses Jahr mal wieder ein gutes COD wird. Ich bin raus, Jungs, viel Spaß.